CO2-intensivste sozusagen ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Nicht, wie groß ist Ihre Angst, dass das dann irgendwann wirklich radikal wird? Dass wir, es gibt ja, radikale Klimapolitik? Ich finde es nicht gut, dass Sie sich darüber lustig machen. Also ich sehe da nicht, wo da zerstochene Autoreifen drin vorkommen. Aber das heißt, aber Sie distanzieren sich ausdrücklich davon und sagen, mach das bitte nicht, lass das, lehne ich ab. Ich muss mich doch gar nicht davon distanzieren, wenn das gar nicht irgendwie meine Gang ist, oder? Sie sagen, so habe ich das zumindest für mich interpretiert, wir müssen da radikaler denken, wir müssen da radikaler ran. Sie sagen auch, wir müssen uns ja auch Demografie angucken. Auch das ist eine der Ursachen für Klimawandel. Und dann steht da ein Satz, der mich ein bisschen verstört hat, muss ich ehrlich sagen. Das CO2-intensivste sozusagen ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Nichts verbraucht mehr CO2 als die Geburt eines Kindes. Was folgt denn für Sie daraus? Ach so, naja, dass der menschengemachte Klimawandel nur mal von Menschen gemacht ist und da der Mensch irgendwie im Kern des Problems ist, ja keine außergewöhnliche Feststellung. Wir haben uns natürlich mit demografischen Fragen beschäftigt, eben weil das zentral ist. Wie schaffen wir es, 10 Milliarden Menschen zu ernähren auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen? Wie schaffen wir es, Gesellschaften nachhaltig zu gestalten, dass am Ende nicht die Klimakrise ein Kampf ist, der von Eliten gewonnen ist und von denen, die sich eben rauskaufen können aus ihrer Verantwortung und alle anderen fallen gegenüber. Also die demografischen Fragen zu stellen, die Frage nach, wie werden Frauen auf dieser Welt überhaupt wahrgenommen, wie können Kinder sicher aufwachsen, wie kann Kindersterblichkeit gesunken werden, verstehen wir als ein Teil von einer großartigen Gerechtigkeitsfrage. Denn eben gerade was wir erleben, ist, dass Menschen auf diesem Planeten die Klimakrise auslösen und Menschen auf ganz anderen Teilen des Planeten die Folgen tragen. Mit ihrem reinen Dasein. Durch unsere, was Wissenschaftler... Ich lese das nochmal vor, Frau Rauber, aber ich finde, wir müssen da präzise sein. Sie relativieren das jetzt ein bisschen. Sie stellen da in Ihrem Buch folgende Frage. Ist das Kinderkriegen, ich zitiere, ist das Kinderkriegen unseren Mitmenschen gegenüber verantwortungsvoll, da statistisch gesehen nichts einen größeren CO2-Fußabdruck hinterlässt als ein Kind? Ja, das ist eine Frage und das klingt hart. Ja, das ist die Frage, wenn man es in den Kontext einbettet, wie wir das geschrieben haben. Die Frage, die mir ganz, ganz, ganz viele junge Frauen in diesem Land stellen, die sind 12, 13, 14, 15, die kommen zu mir und sagen, Luisa, ist es noch verantwortungsbewusst, ein Kind in die Welt zu setzen? Nicht nur, weil wir uns fragen müssen, wohin mit diesen ganzen Menschen und ihren Emissionen. Das ist ein Nebenaspekt. Aber die zentrale Frage, die sich reell für junge Frauen stellt, ist es noch verantwortungsbewusst, junge Menschen in diese Welt hineinzusetzen, die ihr ganzes Leben lang mit dieser Krise zu kämpfen haben werden. Und ich weiß es nicht. Und ich, aber was sagen Sie denen dann? Ich entgegne dann diesen Mädchen mit ganz viel Zuversicht und possibilistischen Beweggründen, vielleicht kann ich das gleich ausführen, dass wir gerade wissen, wissenschaftlich, dass wir an einem Scheideweg sind. Es ist ganz, ganz viel offen. Und es sind unglaubliche Möglichkeiten, Zukünfte, die wir gestalten können, die aber eben auch nur unsere Zukünfte werden, wenn wir sie gestalten. Und das heißt, an dieser Stelle ermutige ich diese Frauen, mit uns für diese Veränderung zu kämpfen, diese Zukunft zu gestalten, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir sagen können, ja, wir haben die Krise unter Kontrolle, wir betreiben Krisenmanagement. Aber nicht die Antwort auf die Frage. Also nichts hinterlässt statistisch gesehen einen größeren CO2-Fußabdruck als ein Kind. Was folgt denn daraus? Also wenn Sie jetzt von mir hören wollen, dass Leute keine Kinder mehr bekommen sollen im globalen Norden, sorry, so einfach ist es nicht. Weil die Frage ist ja nicht die Anzahl an Menschen auf der Welt. Wir können auch 10 Milliarden Menschen nennen. Die Frage ist, wie leben diese Menschen? Was aber ein anderer Faktor ist, das führen wir auch zu dem Punkt auf in diesem Buch, ist, dass statistisch gesehen Frauen gerade im globalen Süden weniger Kinder bekommen, je gebildeter sie sind. Und das heißt, wir erkennen eine Komponente von Frauenrechten, Frauenermächtigung, Bildung von Frauen und Kindersterblichkeit. Ja. Und die kriegen statistisch gesehen viele Kinder und viele werden nun mal statistisch gesehen krank. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und das muss verhindert werden und da muss man bei den Frauen das, indem man sie bildet. Das hat mit der freien Entscheidung, Kinder zu bekommen oder eben nichts zu bekommen, wenig zu tun, sondern mit ökonomischen Umständen, die viele Frauen dazu drängen, aus Unwissenheit Kinder zu bekommen. Bin ich völlig bei Ihnen. Da geht es auch um Altersvorsorge und viele, viele andere Dinge. Da geht es auch nicht nur um Frauen, da geht es auch um... Trotzdem noch mal ganz kurz. Ich will Sie da nicht so schnell sozusagen aus diesem Satz rauslassen. Nein, ich will es verstehen. Ich würde gerne wissen, welches Weltbild da dahinter steht. Wir haben vorhin über Sprache gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Dinge sich verhärten.
Was uns ermutigt hat, dieses Szenario auszumalen, ist die Feststellung, dass Menschen sich nicht vorstellen können, was die Klimakrise ist. Wir leben in einer Vorstellungskrise. Die Menschen denken, ach, das ist ein Problem, das wird uns in 100, 200 Jahren beschäftigen. Mich überhaupt nicht, meine Kinder auch nicht mehr. Es ist not our business. Das ist ein Symptom, was wir überall erleben. Menschen denken an die Klimakrise und denken an Inseln im Pazifik, die untergehen, oder an Eisbären. Das heißt, wir haben uns gefragt, okay, wie schaffen wir es, die Klimakrise, die uns nun mal alle betrifft, näher an die Menschen zu bringen? Einerseits geografisch, indem wir basierend auf einen wissenschaftlichen Bericht über die Stadt Hamburg, wo wir aufgewachsen sind, skizziert haben, wie beinahe eine alltägliche Szene sein könnte. Mhm. Mit den Füßen zum Beispiel haben wir es auf den Asphalt bezogen, der auf Schulhöfen einfach sehr, sehr heiß werden wird. Das ist auch schon heute ein Problem. Man muss mit Schattierung ganz anders arbeiten. Und es ist natürlich viel plastischer für Menschen, sich vorzustellen, dass die Sandalen heiß werden, als wenn man ihnen sagt, so wird 3,5 Grad im Schatten, wird es dann vielleicht wärmer werden. Das heißt, wir haben probiert, in diesem Buch unter anderem geografische Barrieren auszumalen und aber auch die Vorstellungskraft zu erweitern. Wir plädieren ganz viel daran, dass sich Menschen eben diese Zukunft ausmalen, im Guten und im Schlechten. Denn erst wenn wir sehen, in welche Richtung wir driften könnten, was passiert im schlimmsten Falle, und wir dann daraus resultierend Gegenentwürfe in die Welt setzen, neue Zukunft, Sehnsuchtsorte, die uns ansprechen, die wir gestalten wollen, erst dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir unsere Gegenwart darauf ausrichten, was uns erwartet. Aber was wir doch gerade erleben, ist, Wir reden so viel über Populismus. Wir reden so viel über Leute, die nicht auf ihre Sprache achten. Es gibt noch andere Beispiele in Ihrem Buch. Sie beschreiben zum Beispiel auch eine Rede, die Sie an Frau Merkel gerichtet halten wollten, die nie gehalten wurde. Aber da gibt es einen sehr interessanten Teil darin, sinngemäß jetzt, wo Sie sagen, Sie könnten eine von denjenigen sein, die irgendwann mal sagt, ich habe mich nicht mit Kompromissen zufrieden gegeben, sinngemäß. Ich war nicht sozusagen für Maß und Mitte, sondern habe das Ding in seiner ganzen Komplexität erkannt und bin da sehr viel radikaler rangegangen, als es jemals ein verantwortlicher Politiker vor mir beispielsweise gemacht hat. Weil wir sagen, was gerade passiert ist, dass die Klimakrise radikal ignoriert wird. Das ist das Radikale gerade. Und die Antwort ist dann auch... Es wird radikal undemokratisch ignoriert, wenn ein Paris-Abkommen zum Beispiel unterzeichnet wurde und einfach nicht Einzug in die Politik hält. Das sind die radikalen Umstände. Okay. Und wir, dass wir sagen, haltet euch an Abkommen, haltet euch an das, was wir versprochen haben, das finde ich nicht radikal. Ich finde auch die Forderung von Fridays for Future nicht radikal. Wir sagen, Leute, ihr habt international basierend auf wissenschaftlichen Feststellungen ein Abkommen verhandelt. Es ist demokratisch durch den Bundestag legitimiert. Es ist doch nicht radikal zu fordern, dass das eingehalten wird. Nein, darum geht es nicht. Aber die Forderung zu sagen, der Appell zu sagen, seien Sie, Frau Bundeskanzlerin, nicht diejenige, die sozusagen für Maß und Mitte, das ist, glaube ich, die Begrifflichkeit, um die es da geht. Genau, das funktioniert eben in der Klimapolitik nicht. Nicht mehr. Wir brauchen ein radikales Umgehen, eine deutlich radikalere Herangehensweise. Ja, das wäre übersetzt zu sagen, ja, wir verbieten die Hälfte der FCKWs, weil das dann irgendwie das Maß der Mitte. So funktioniert es im Einzelfall oft nicht. Wir sagen nicht Radikalität in dem Sinne, dass man sagt, wir schmeißen Demokratie und Menschenrechte aus dem Fenster. Im Gegenteil. Aber dass man sich den Umständen annimmt und die Politik, die man betreibt, an den Verhältnissen, an den Erwartungen der Zeit misst, die nun mal die Klimakrise für uns formuliert. Ich finde, es ist nicht zu viel verlangt. Aber der zweite Schritt muss doch sein, dass man sich jetzt an die Menschen, die gerade auch in politischen Verantwortung stehen, dass man sich an die wendet und sagt, wie konnte es so weit kommen? Und wie verhindern wir das, dass Menschen weiterhin sich genötigt fühlen, offensichtlich aus Angst vor ihrer Zukunft, in solche Aktionsformen zu treten? Aber dafür haben wir doch eine wunderbare Staatsform, eine Demokratie, indem man sich in diese Politiker ist man ja nicht geboren, sondern entscheidet man sich dafür, da geht man und versucht, seine Vorstellung mehrheitsfähig zu machen und umzusetzen. Aber hat das die letzten 30 Jahre gut genug geklappt für die Klimakrise? Ja, dann, wenn Sie jetzt das machen, dann machen Sie es doch. Ich glaube, Sie sind Mitglied einer Partei. Das finde ich ja richtig. Luisa Neubauer ist bei den Grünen, ne? Das ist ja alles in Ordnung. Ja. Ich finde das gut. Überall, wo ich bin, sage ich, Leute, die Bewegung ist der erste wichtige Schritt, aber hinterher muss die Gestaltung kommen, muss die Verantwortung sein für das, was gemacht wird. Ich wollte nur kurz einwerfen, was wir gerade erleben. Und das ist ein wunderbarer Nebeneffekt von Fridays for Future, der, glaube ich, schnell übersehen wird, wenn Leute sagen, irgendwie, wir würden uns nicht demokratisch genug. Übrigens ist der Protest auch eine urdemokratische Form und auch der zivile Ungehorsam. Ja, was ich ja deutlich gesagt habe. Aber was gerade passiert, und das erlebe ich, dass Menschen, ganz, ganz, ganz viele junge, bewegte Menschen, die sich gerade politisieren anhand der großen Klimafragen, die ziehen in die Institution rein. Und wir haben JU, also junge Unionsmitglieder, die haben eigene Ortsgruppen von Fridays for Future gegründet. Und ich finde es großartig, die auch da sagen, wir gehen
gehen da rein und organisieren uns und probieren Veränderungen zu erwirken. Und das, für das, Sie auch denkbar, dass Sie das rein erleben wir auf dem gesamten politische Spektrum, Verantwortung zu was übernehmen? Wir eben auch erleben. Und deswegen, nur um das klarzustellen, was wir eben auch erleben, ist, dass es dringend diesen Protest braucht. Denn man hat jahrelang oder Jahrzehnte, das wissen Sie besser, sich nicht gut genug um die Klimakrise gekümmert. Und deswegen ist es doch so entscheidend, dass wir auf der Straße sind, dass wir diesem Protest Ausdruck verleihen. Denn ja, ansonsten funktioniert es anscheinend nicht. Das haben wir doch festgehalten. Und ich muss, deswegen habe ich darauf hingewiesen, ich bin ja nicht der einzige und letzte Minister für Umwelt in Deutschland gewesen. Sondern da gab es, ich bleibe noch mal bei Jürgen Trittin, der war fast genauso lang wie ich da. Den müssen wir doch genauso fragen, was hast du denn gemacht? Auch schon mit ihm habe ich schon gesprochen. Das ist doch... Dieses Wir stört mich immer, weil es ablenkt, vom Handeln ablenkt. Und dass wir dort, wo wir Engpässe machen, subventionieren wir sie weg. Sie werden gar nicht handlungsrelevant. Wir kriegen nicht die Technologien in Anspruchnahme. Ich würde trotzdem noch mal gerne, also zwei Fragen loswerden, Frau Neubauer. Ist denkbar für Sie, dass Sie in die Politik gehen, dass Sie ernsthaft sagen, ich lasse mich wählen, stelle mich auf, politische Verantwortung, damit wir dann nicht dieses Ihr und Wir da haben, sondern Luisa Neubauer ist dann im Zweifel als Umweltministerin verantwortlich. Ja. Ich bin 23. Ich würde es natürlich nicht kategorisch ausschließen. Das finde ich wäre fatal. Und natürlich ist auch die Frage von Verantwortung in der Politik eine wichtige. Ich schließe es jetzt gerade aus. Für mich in den nächsten Jahren ist das keine Option. Okay. Ich habe so viele Dinge zu tun. Und auch langfristig, ich erlebe uns auf der Straße, wie wir ganz, ganz viel bewegen. Ich erlebe ganz viel im Gespräch, auch mit Leuten aus der Politik, die sagen, gut, dass ihr da seid, das macht uns handlungsfähig, es gibt uns Rückenwind. Und ich sehe, dass es anscheinend dringend gebraucht wird. Ich träume von diesem Tag, wo Fridays for Future überflüssig wird, weil wir das, was wir alles fordern, längst demokratisch verankert haben, weil wir vielleicht mal juristisch auch aktiv geworden sind. Das Streiken ist ja kein Selbstzweck. Das Streiken ist nicht das Endziel. Und daran arbeiten wir doch, dass all das, was wir fordern, diese urdemokratischen Vorstellungen, die längst im Paris-Abkommen verankert werden, dass die Realität werden eben in der gelebten Politik. Das würde trotzdem noch mal gerne auf diese, weil es zwischen Ihnen beiden auch so ein interessanter Punkt ist, auf die Sprache kommen. Greta Thunbergs Auftritt in New York zum Beispiel. Wie hilfreich? Aber gut, ne? Ja. Ist ein heikler Punkt, oder? Nee, ich finde das, also ich wie hilfreich das war der? Hätten Sie es auch so gemacht? Boah, also ich bin nicht Greta, ne? Ich weiß, die Leute denken das, aber wir sind zwei Personen. Das weiß ich schon. Die Frage ist ja, wie Sie es gemacht hätten. Also ich stecke da überhaupt nicht in den Schuhen drin. Ich lege sehr, sehr, sehr viel Vertrauen in Greta. Ich habe mit ihr danach gesprochen, nach der Rede, und habe gesagt, dass ich es gut fand. Und zwar aus dem Grund, dass wir, ich denke, an den Punkt gekommen sind, wo wir uns fragen müssen, was hilft noch? Sind wir noch zu retten? Wie bewegen wir Menschen? Und wir erleben, dass Menschen, wenn man ihnen sagt, übrigens ne, so und so viel Parts per Million CO2-Konzentration in der Atmosphäre, das macht nichts, das berührt Menschen nicht. Aber junge Menschen oder auch alte Menschen, die darüber sprechen, was diese Krise und auch die Angst vor der Zukunft in ihnen auslöst, das bewegt Menschen. Und ich glaube, es ist unser Job, natürlich aufzuklären. Wir müssen über die harten Fakten reden. Aufklären ist ja das eine. Aber wir müssen auch über Menschen reden, über Emotionalität. Ja. Und wenn wir es wagen, emotional zu werden, glaube ich, öffnen wir Türe und Toren, die uns lange verschlossen bleiben. Aber weil wir eben mal zulassen, Radikalisierung. Zu sagen, sorry, aber das ist eine Scheißsituation. Mir macht meine Zukunft Angst, mir macht diese Klimakrise Angst. Und ich frage mich, in was für eine Welt ich erwachsen werde. Das ist doch, worum wir reden müssen. Und das ist doch die zentrale Frage, die wir behandeln müssen. Eine völlig legitime Frage. Aber ich frage mich, ob man das dann so radikal machen muss. Muss man Leuten sagen, ich will, dass ihr in Panik geratet? Muss man Leuten sagen... Das ist jetzt nicht die New York-Rede, da muss man ein bisschen genau sein. Ich weiß, das kann ich schon unterscheiden. Und dann in New York zum Beispiel sagen, wie könnt ihr es wagen? Ja. Und dann die absurde Situation habe, nachdem ich 5-mal gefragt habe, wie könnt ihr es wagen, und den Leuten irgendwie wirklich links und rechts verbal eins um die Ohren haue, dann interessanterweise immer die paradoxe Situation habe, dass die gemeint sind und die gerade beschimpft werden, unten sitzen und klatschen. Das finde ich immer noch besonders absurd. Wenn das Establishment mit den Revolutionären klatscht, dann läuft irgendwas schief. Aber ich glaube, ja, sehr gut. Aber der entscheidende Punkt ist doch der. Die Klimakrise ist menschengemacht. Und das nehmen wir irgendwie so hin und stellen so in den Raum, als wäre das ein Naturgesetz. Dass wir heute da sind, wo wir sind, an einem wahnsinnig heiklen Punkt, wo viele Chancen schon vertan sind, weil die Emissionen einfach weiter in die Luft geballert werden, als gäbe es keinen Morgen.
Das ist kein Zufall. Das sind Menschen und Entscheidungen und Institutionen in allen Ländern auf der Welt, in allen Gremien auf der Welt, die sich an irgendeinem Punkt mal auf die eine oder andere Art und Weise dafür entschieden zu haben, die Gegenwart gegenüber der Zukunft zu präferieren und im Endeffekt vielen jungen Menschen auf dieser Welt das Recht auf eine Zukunft auf einem intakten Planeten zu nehmen. Das sind Entscheidungen gewesen. Und dass man das mal aufzeigt, dass man sagt, so Leute, das ist ja nicht random, dass wir hier sitzen, sondern sitzen Menschen, die offen gesagt jungen Menschen in einem Recht, das definitiv nicht da ist, sich den ihrer Zukunft bemächtigen und sie so einschränken und mit solcher ökologischen Last beladen, dass es unmöglich für uns sein wird, die alleine zu tragen. Aber ja, dann finde ich, kann man zu Recht fragen, wie wackelt. Ja, das ist absolut. Wenn man das so formuliert, kann man das unbedingt sagen. Ich würde trotzdem Sie mal persönlich fragen wollen, wie groß ist Ihre Angst, dass das dann irgendwann wirklich radikal wird? Radikale Klimapolitik? Ich finde es nicht gut, dass Sie sich darüber lustig machen. Es gibt ja durchaus Gründe dafür anzunehmen, zu sagen, da findet tatsächlich eine Radikalisierung statt. Ich mache mir nicht lustig darüber, aber wissen Sie, was mein Punkt ist? In Ihrem Buch zum Beispiel, um das mal ganz deutlich zu sagen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ja. Ich habe das gelesen und ich mag dieses Buch sehr, weil Sie sehr differenziert und gut dort aufbereiten, was gerade Fakt ist. Auch wie Sie beschreiben, auch sehr moderat und zurückhaltend und sagen, pass auf, da gibt es dieses Pariser Klimaabkommen. Sie nennen es ein Meisterstück der Diplomatie, das über Jahrzehnte verhandelt worden ist. Ja? 32 Artikel auf 29 Seiten und so weiter. Und das kann man sich dann, oder umgekehrt, das kann man sich dann alles genau angucken. Und das ist ein bisschen verklausuliert. Aber im Kern ist das eine gute Sache, was dort gemacht ist. Aber dann gibt es immer wieder diese sehr irritierenden, mich auch verstörenden Einwürfe, wenn dann zum Beispiel Kinder mit CO2 verrechnet werden. Es tut mir leid, ich frage mich immer, was ist das für ein Menschenbild, das da dahinter steckt? Wo ist dieser Optimismus, der uns als Menschheit ja auch immer weitergebracht hat? Aber haben Sie das Buch zu Ende gelesen? Ja, absolut. Weil ich kenne, das ist ja, was wir beschreiben. Ne? Und ich glaube, vielleicht um das kurz einzuordnen, ich mache mich nicht über Radikalität lustig, wenn das Wort gesagt wird, aber ich glaube, wir haben eine merkwürdige Tendenz zu sagen, etwas ist radikal und dann ist es gleich gewalttätig oder sowas. Ich weiß nicht genau, wo er die Angst vor einer Radikalität bestrickt, wenn ich einfach eine Radikalität ist, in meinen Augen auch eine Zielgerichtheit oder auch vielleicht eine Autoreifen, Leute, die am Eingang der Frankfurter Automesse aufs Übelste verhöhnt und beschimpft werden. Wie finden Sie das? Ich setze mich immer für friedlichen Protest ein, für respektvollen Protest und vor allem für die Umsetzung von demokratisch verabschiedeten Zielen durch politische Instanzen. Also ich sehe da nicht, wo da zerstochene Autoreifen drin vorkommen. Aber das heißt, Sie distanzieren sich ausdrücklich davon und sagen, mach das bitte nicht, lass das, lehne ich ab. Ich muss mich doch gar nicht davon distanzieren, wenn das gar nicht irgendwie meine Gang ist, oder? Also was ist Ihre Gang? Also sozusagen, wenn Fridays for Future Aktionen macht, dann sind wir haben wir ein Aktionsverständnis davon, dass wir friedlich, solidarisch, gewaltfrei protestieren. Aber nochmal, wir diskutieren gerade darüber, wie die Sprache und die Art und Weise, wie beispielsweise die AfD agiert, wie die sozusagen den ideologischen Nährboden für andere und deutlich schlimmere Dinge bereitet. Darüber reden wir gerade. Deswegen müssen Sie sich doch auch die Frage gefallen lassen, wie groß Ihre Befürchtung möglicherweise ist, dass auch Sie durch diese Art von ideologischem Unterbau, den man da liefert, natürlich auch die Tendenz in diese Richtung möglicherweise irgendwann mal mit befördern. Die Frage muss man sich doch nicht nur gefallen lassen, über die Frage muss man sich doch auch Gedanken machen. Natürlich machen wir uns Gedanken um Grenzen. Also ich weiß nicht, ob ich Sie da missverstehe, aber was wir in unserem Buch schreiben und wofür ich auch stehe, in jedem der 1 Million Gespräche gefühlt, die ich in den letzten 10 Monaten geführt habe, auch mit Menschen, die ganz anderer Meinung sind, sind eben diese Gräben, die da sind, aufzuzeigen, weil ich denke, man muss darüber sprechen, aber dann eben diese Brücken zu bauen, die wir brauchen. Das ist, wofür ich stehe. Sie beschreiben unter anderem auch die Szene, wie Sie mit Peter Altmaier diskutieren, ein Spiegel-Streitgespräch, und wie er Ihnen sozusagen, während er sein Rührei kaut, sieht man auf den Fotos in dem Bericht. Ich weiß, aber ich frage mich, wie hilfreich das ist, wenn man Politik auf die Art und Weise verächtlich macht. Warum ist es wichtig, für eine Beschreibung einer Szene und auch wenn man ein so ernsthaftes Anliegen hat, zu beschreiben, dass Peter Altmaier gerade in seiner ganzen barocken Art
Rat, während er mit Ihnen diskutiert, noch den Mund voll hat und das Rührei kommt ihm sozusagen noch aus dem Mund heraus. Warum muss man das so machen? Warum muss man Politik auf die Art und Weise verächtlich machen? Das ist so passiert. Ich habe berichtet, was passiert ist. Ich glaube, das ist auch... Aber Sie verstehen schon meinen Punkt. Also ich erzähle Geschichten, die ich erlebt habe in diesem Buch. Und wenn ich morgens um 7 bei Herrn Altmaier im Büro sitze und Rührei-Brötchen und Börek serviert werden und wir die Klimakrise verhandeln, und ich berichte das Setting, in dem wir da gesprochen haben. Was wäre ich, also wie würde ich dann irgendwie an der Stelle differenzieren müssen, nur weil das irgendwie Herrn Altmaier blöd dastehen lässt? Hätten Sie auch geschrieben, wenn er Müsli essen würde? Wie bitte? Hätten Sie auch geschrieben, wenn er Müsli gegessen hätte? Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Autorenfreiheit, sich zu entscheiden, das dann aufzuschreiben oder eben nicht. Es gab Frau Nova, ich will Ihnen nichts nochmal. Ich sage das nochmal ausdrücklich, ich mag das sehr. Aber diese Art und Weise, die fand ich irgendwie schwierig. Also, dass Herr Altmaier morgens Rührei isst und das passiert ist und ich das erlebt habe und aufschreibe, das mag nicht schön sein für Herrn Altmaier. Gleichermaßen erkläre ich ja auch in dem Gespräch, dass es gut ist, wenn man Leute einlädt. Ich beschreibe ein Gespräch mit Herrn Lindner und ich vermerke zum Beispiel, wie cool ich es von ihm fand, mich einzuladen. Obwohl wir so unterschiedliche Meinungen haben. Das muss man sich erst mal gönnen. Sie beschreiben auch, wie er sich in seinem Sessel flätzt und wie er dann mit Ihnen spricht. Ich sage nur, künstlerische Freiheit kann man alles so machen. Wir haben dasselbe Gespräch mit Markus Feldenkirchen geführt, der mal einen bekannten Kanzlerkandidaten, nämlich Martin Schulz der SPD, durch den Wahlkampf begleitet hat. Da ging es genau um ein solches Thema und die Art und Weise, wie man Politik auch beschreibt.